Eine idyllische Insel in der Nähe von Bordeaux. Hier gibt es keine Autos oder Traktoren. Dennoch wird hier Wein angebaut, mit Hilfe von Pferden. Ich verfolge eigentlich keinen bestimmten Ansatz. Die Idee ist, dem reinsten, klarsten und pursten Wein nahe zu kommen. Der große Vorteil der Pferde? Ihre Hufabdrücke lockern den Boden auf, anders als bei Traktoren. Das Ziel war, Weine zu produzieren, die Charakter und eine Seele haben und eine Identität. Man soll meine Weine nicht so leicht wieder vergessen. Zwischen 15 und 30 Euro kostet eine Flasche Wein von diesem Weingut, doch es geht noch teurer. Denn der Winzer baut auch alte Weinsorten aus dem 19. Jahrhundert an. Eine Flasche dieser Weine kann durchaus 3000 Euro kosten.